5G und Narrowband IoT. Auf diese beiden Funkstandards setzen zukünftig die Unternehmen, wenn sie digitale Lösungen umsetzen. 5G macht es möglich, Daten mobil mit minimalster Verzögerung zu übertragen. Narrowband IoT durchdringt Wände und eignet sich ideal für Anwendungen im Internet der Dinge. 5G-Technologien werden breitbandig sein und richten sich ja eben auch an große Übertragungsdatenmengen. Und Narrowband IoT, der Name sagt Schmalband, schmalbandiger Funk. Das heißt, ich brauche relativ wenig Energie, ich kann aber eben auch nur wenig Informationen übertragen. 5G, der Mobilfunkstandard, den Experten auch als Supermobilfunkstandard bezeichnen, wird Datenübertragungsraten von mehr als einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen und damit 10-mal schneller sein als LTE. Warum brauchen wir also 5G, wenn wir schon heute Filme auf dem Smartphone ruckelfrei anschauen können? Es geht um mehr. Ja, 5G hat anders als in der Vergangenheit nicht mehr den reinen Fokus auf die Datenrate, sondern es geht um neuartige Anwendungen, die ganz anspruchsvolle Anforderungen erfüllen müssen. Da geht es einerseits um die sogenannte Latenz oder die Verzögerungszeit. Dort soll es bis runtergehen auf eine Millisekunde Verzögerungszeit, während wir heute so in den besten Netzen 10 bis 20 Millisekunden beobachten. Eine Millisekunde wäre deutlich schneller als ein menschlicher Wimpernschlag, der etwa 100 Millisekunden dauert. Und schneller als der Flügelschlag einer Honigbiene, der immerhin 5 Millisekunden braucht. Doch wer benötigt eine solche Geschwindigkeit? Also die idealtypische Anwendung für 5G wird das automatisierte und vernetzte Fahren sein im Straßenverkehr. Dort benötigen wir die Echtzeitfähigkeit, dazu benötigen wir aber auch die Zuverlässigkeit, die garantierte Zuverlässigkeit von 5G-Systemen, denn es geht um sicherheitskritische Anwendungen. Aber spielt Deutschland in puncto autonomes Fahren international eine Rolle? Deutschland ist bei 5G vorne mit dabei, denn die Schlüsselanwendungen von 5G sind eigentlich klassische Anwendungen, die aus der deutschen Industrie kommen. Automobilindustrie, Energieindustrie, Logistik. Die Logistikbranche und andere Industrien profitieren auch schon heute von Narrowband IoT. Denn damit können vernetzte Geräte aus jedem Gebäude funken, zum Beispiel Smart Meter. Ein anderes ganz praktisches Beispiel: Wer in den Aufzug steigt oder in die Tiefgarage fährt, hat mit großer Wahrscheinlichkeit einen Netzabriss. Narrowband IoT kommt damit spielend klar. Alle Branchen, die relativ wenig Informationen übertragen und brauchen, werden von NB-IoT profitieren. Aber wir sprechen vor allem auch von industriellen Applikationen. Und diese Verbindung von innerbetrieblichem Einsatz und außerbetrieblichem Einsatz, den wir durch Narrowband IoT zukünftig bekommen werden, das ist ein ganz entscheidender Faktor, um die Produktionsnetze, die Handelsnetze, die logistischen Netzwerke zukünftig miteinander zu verbinden. Der schmalbandige Funk hat noch weitere Vorteile. Und die werden im Internet der Dinge entscheidend sein. Im Jahr 2020 sollen weltweit mehr als 20 Milliarden Geräte vernetzt sein. Und alle Geräte werden dann auf irgendeine Weise mit einem Router verbunden sein und Daten funken. NB-IoT bringt einmal eine hohe Skalierungsmöglichkeit mit sich. Wir sprechen ungefähr vom Faktor 100 gegenüber den klassischen GSM-Mobilfunkanwendungen. Das ist wichtig für uns, weil wir sehr viele Behälter, Container in der Logistik zum Beispiel mit NB-IoT zukünftig verbinden werden. Und wann wird es Anwendungen für Narrowband IoT geben? Es gibt Unmengen von Applikationen, die wir mit Narrowband IoT realisieren können. Und sich diese Marktchance aktuell durch die Lappen gehen zu lassen, das würde ich wirklich nicht empfehlen.